Flo fleißig, oh la la. Flo fleißig, oh la la. Haha, hier bin ich wieder, Flo fleißig. Ich wollte euch nämlich noch erklären, wie das denn jetzt eigentlich funktioniert. Mit diesem Freifunk, ihr wisst ja noch, freifunk.net. Weil hier in ganz Berlin, da sind nämlich Leute, die hatten früher auch alle kein Internet und jetzt haben sie welches. Weil sie das nämlich teilen. Durch die Luft, ihr erinnert euch ja noch, ja? Und ich zeige euch jetzt nochmal, wie das funktioniert. Es haben mich nämlich ganz viele Leute gefragt, du Flo fleißig, sag mal, wie funktioniert das eigentlich nochmal? Was war denn da in diesem Kasten drin? Und das will ich euch jetzt zeigen. Gucken wir doch mal. So ein Kasten ist eigentlich ganz einfach. Man braucht nur eine Tupperdose. Die haben wir hier. Da ist Hummus drin. Lecker. Und Strom. Und dann braucht man noch was zum Abdichten, weil man muss nämlich ein kleines Loch in die Tupperdose machen, damit die Kabel da durchpassen. Zwei von den Kabeln kennt ihr ja schon. Das blaue hier unten, das kommt aus dem Fenster. Und das andere, das schwarze, das von der Antenne kommt. Ja, und da noch Strom. Und dann ist in diesem Kasten, kommt mal ganz nah ran, ich zeige euch das jetzt. Mach mal doch mal auf. Hier ist Strom. Und da ist das blaue Kabel. Und da ist das schwarze Kabel. Und das hier, das ist ein WRT. Ihr wollt bestimmt wissen, was das heißt. Ich glaube, das heißt irgendwas mit Wireless Receiver Transmitter, aber das ist auch total egal. Dieser magische Kasten, der ist nämlich dafür verantwortlich, dass aus der Luft, wo das Internet ankommt, dass auch schön alles nach unten geht in meinen Computer. Und außerdem können auch noch alle anderen, meine Freunde, die da hinten und da drüben sind, auch sich alle mit diesem Gerät verbinden. Das ist ganz toll, weil so kriegen die nämlich auch Internet. Ist es nicht klasse? Und von hier aus, naja, das wisst ihr ja schon, dass das dann alles auf diesen Kirchturm geht und so. Ja, ich glaube, soweit reicht's erstmal für heute. Beim nächsten Mal erkläre ich euch noch, wie man eine Antenne macht. So fleißig, oh la la.